So, guten Morgen, willkommen zurück zu Amber Moon. Wir machen heute weiter mit Schaffung von Flugscheiben, Navigationssteinen, das wollte ich sagen, ja. Und dazu sprechen wir erstmal auf sicher. Man weiß ja nie. So, die Framerate verabschiedet sich schon mal wieder. Auf Wiedersehen, Framerate, war schön mit dir. Mehr als 10 Frames brauche ich kein Mensch. Ich habe Guild Wars zweimal mit 9 bis 12 Frames gespielt, das war nicht so lustig. Hä? So. Nee, das war schon mal nicht. Das war da. So, ich muss mal kurz den Sound bei mir ein bisschen leiser machen. Er dröhnt zu den Ohren. So, waren hier nicht irgendwo Bernsteine? Nur alte Klamotten. Bier. Pfeile, Dietriche, Bernsteinbrocken. Viel hätten sie denn gerne alle. So, sonst ist hier nur Schrott, den man nicht braucht. Ich brauche aber noch mehr. Ich brauche mehr! Mehr! Vielleicht sogar ein Ozean, ne? Was? So, ein leerer Schrank, der ist wahrscheinlich auch leer. Ah ne, ja, die Kiste ist offensichtlich Klamotten. Kurz überlegen, 60 habe ich jetzt, ne? Passt. Und das Geld nehmen wir noch mit. Wenn wir schon gerade hier sind, was war denn da noch so drin? Nichts. Nichts. Noch mehr Schrott. Den niemand braucht. Leer. Leer. Nicht ganz so leer, ein Schnellstich, großartig. Die habe ich mir schon gekauft, weil ich nicht weiß, wohin wir mal mit Kohlen. Und was hast du heute? Ich baue mir ein Haus. Mit Geld, aus Geld. Aus Geld. Nicht mit Geld, sondern aus Geld. Ich bin offensichtlich in die Kiste gefallen. So. Gut, jetzt darf ich... Ich hätte nach wie vor das Gefühl nicht los, dass hier ein Bug gefixt wurde. Indem sie einfach die Schlüssel nicht mehr gesprengt haben. Ich verstehe nicht, oder sie haben gedacht, es wäre vielleicht toll, wenn man das immer wieder benutzen könnte. Weil... Gemüse, so. Das nervt auch nur ein kleines bisschen. So, auf geht's. Lass nicht mehr rein da. Ich muss zum letzten Mal da hoffentlich runter. Tor. Ja, Tür wird verschlossen. Tor wird verschlossen. Bla bla blub blub. Bla 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 bla. Wo ist denn der Abgang? Alter. Jetzt habe ich das eine Tür noch dabei. Kann ich mich gar nicht durchkämpfen und Erfahrung sammeln. Und das heißt, wenn ich teilweise sehe, was ich für ein Level schon habe, ne? Zu hohen waren meine Werte am Ende von Ambassador nicht. Vielleicht soll ich das Ei einfach wegwerfen und gucken, was passiert. Was soll dabei schon schief gehen? So viele sind das hier gar nicht und die bringen ja immerhin Erfahrungspunkte. Falsch. Da müssen wir lang. Weil wir voll die Party und ich muss arbeiten, verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Achso. Ich bin schon da drin, deswegen muss ich auch nicht weiter rein. Gut. Dann gehen wir mal da weiter und dann so da rum. Möglichkeit gibt's hier nicht. Es gibt nur eine Richtung. Durch den stählernen Vorhang in das Loch. Aha, wir fallen nach unten. Aber dieses Mal mit Seil. Oh, das Seil ist gerissen, tot. Oh. Mit Levitation kommt man ja nicht nach unten, da kommt man nur hoch. Nicht so toll. Wie ging's denn jetzt hier weiter runter da?
Da, in der Ecke. Diesem komischen, was auch immer. Wir speichern besser mal, bevor wir da jetzt gleich gegrillt werden. Es gibt leckeres Grillwürstchen. Moment, mein Würstchen soll nicht gegrillt werden, was? Wovon reden wir jetzt gerade? Ich glaube, ich bin vom Thema abgekommen. Diese verschissenen Laserstrahl, was auch immer. Egal, ich bin durch und alles ist gut. Es kommen keine. Es kommen jetzt keine mehr, oder? Nee, es kommen jetzt nur noch. Teleporter und. Muss man auch was drauf kommen. So. Ich glaube, heutzutage wird man zurückkommen. Gut, ich wurde gespoilert und das zählt nicht. Im Prinzip muss ich das Let's Play jetzt nochmal von vorne anfangen. Nein, muss ich nicht. Nur wieso lässt man die Leute nicht erstmal selbst raten und dann verzweifeln und weinen und. Wofür war dieser Teleportbesuch überhaupt? Ich verstehe nicht ganz. Nur dazu da, um für ihr Spiel zu werben, oder? Okay, ich muss so eine Scheibe einsetzen. Die zerbricht dann, weil. So ein antikes Buch, das ich glaube ich nicht lesen konnte oder so. Und ja, wir werden sie jetzt halber alle umwandeln. Wer hat denn die Nachtsteine überhaupt? Oh, der hat gleich eher, okay. Dauert jetzt auch garantiert nicht lange, aber ich traue dem Spiel nicht. Und wenn ich schon so viele bekomme, ne? Wahrscheinlich brauche ich nur irgendwie zwei Stück, aber. Das wäre bei diversen alten Spielen der Fall. Wenn du weißt, wie viel du von irgendwas brauchst, dann brauchst du in Wirklichkeit ganz wenige, aber wenn du keine Ahnung hast, dann. Hast du voll verloren. Selbst wenn du alle umwandelst. Praktisch auch, dass man 60 Stück oben findet. Fast als wollten die Entwickler, dass man die alle umwandelt. Es ist aufgefallen, dass man sich da total verbacken kann und 20 Mal hin und her fliegen muss. Und wenn man einmal was Falsches macht und vergisst, dann kann man das Spiel nicht mehr schaffen. Ja, so Spiele gibt's. Die sind nicht so lustig, wie es klingt. So. Ja, Nachtstein, so. Warum kann ich die Platten nicht direkt einstecken? Das wäre viel einfacher gewesen. Es. Oh, du stehst 2 cm weit weg. Ja, dann geht dann nichts natürlich. Ja, ich nehme lieber alle mit. Das dauert jetzt auch gar nicht lange. Nur ungefähr die Hälfte der heutigen Aufnahme. Nur ganz wenig Zeit, also. Ich könnte in der Zwischenzeit was Interessantes erzählen. Aber in meinem Leben gibt es gar nichts Interessantes, was ich erzählen könnte. Ich habe mit bald 27 Jahren noch nichts erlebt. Gut. Wird auch nicht mehr passieren. Nee. Das ist halt voller Charakter. Machen wir abwechslungsvoll halber was Blaues. Also mein Leben ist so spannend, ne? Es ist noch langweiliger ist nur die Bibel, ne? Lalalala. Dann drehen wir uns wieder und stecken das Loch noch eine Platte rein. Scheibe meine ich. Ach, Scheibe, Platte. Sehe alles egal. Alles dasselbe. Gleiche Moment. Dasselbe. Ach, leck mich. Kann ich nicht gleich alle 60 Bernsteine da einfach reintun und dann. Ich habe auch noch gelbe, ne? Passt perfekt in das Loch, wie überraschend. Lalalala. Ist auch schön, wie alles wiederholt wird, außer das Wichtige. Das kriegst du nur einmal gesagt. Dann musst du es dir aufgeschrieben haben. Aber so unwichtige Sachen wie zum Beispiel, dass das umgewandelt wurde, kriegst du immer wieder. Oder dass es perfekt passt.
Ich brauche die wahrscheinlich. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon mehr als ich brauche, aber hey. Ich traue dem Spiel nicht im geringsten. Nicht im geringsten traue ich dem Spiel. Wobei, im Gegensatz zu Amberstar kann man sich. Habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, mich zu verbauen. Außer dass ich eventuell nur einen Naffstein mitnehmen würde. Also wenn ich jetzt nur einen Naffstein mitnehme und zu einem anderen Planeten reise. Also ich glaube, auf Lyramion gibt es keinen weiteren Naffstein. Das heißt, damit wäre ich dann schon gefangen, wenn ich keine Möglichkeit fände. Hä? Ich hab doch... was? Was hast du denn jetzt? Verarschung. Spiegel kaputt. Ich habe zu viele Naffsteine erzeugt, jetzt explodiert das Spiel. Du hast zu viele Naffsteine erzeugt, die antike Anlage bricht zusammen. Und du bist ungefähr 5 Kilometer unter der Erde. Ich überlasse es deiner Fantasie, was passiert. Warte mal, kam dieser andere Typ aus dem Gasthaus nicht aus? Nee, wohin? Der eine kam aus. Der andere kam nicht aus Dragonfly, der kam aus Lionheart? Bin mir nicht mehr sicher. Müsste ich auch mal irgendwann spielen. Ich habe die Spiele alle mal angespielt, aber nie durchgespielt. Außer Amberstar, das hatten wir schon damals. Und so, das habe ich auch irgendwann mal durchgespielt. Nicht nur im Let's Play. Deswegen war es auch kein Blind-Let's Play. Na, ja. Das hier ist blind. Aber dafür, ich muss sagen, also... Ich musste bisher nur einmal in die komplette Zone gucken. Na gut, sagen wir zweimal, weil... Ich wurde gespoilert. Auf das mit dem Licht werde ich wahrscheinlich auch nie bemerkt. Aber hey, ich hätte eine lustige Aufnahme gehabt, wo ich stundenlang rumirre und mich total aufrege, dass es nicht weitergeht. Hä? Ja, das hast du kaputt gemacht, ja? Also, ich weiß nicht mehr, wie der Kerl heißt, weil ich... Namensgedächtnis ist nicht sonderlich gut. Aber irgendein Video, guckt einfach mal alle Ambermoon-Videos, da hat irgendeiner gepostet und... Der ist jetzt dann schuld, dass ihr kein, ich irre 3 Stunden durch die Anlage und komme nicht weiter Videos bekommen habt. Könnt ihr euch jetzt bei dem beschweren. Am besten ihr hatet ihn erstmal, bis er Selbstmord begeht oder sowas. Was man halt so macht, wenn man jemand spoilert. Ist wie cheaten, erstmal töten, dann reden wir weiter, ey, was? Also in echt jetzt. Also wenn jetzt jemand in Games tötet, tötet man ihn in echt. Also er cheatert. Ihr wisst, was ich meine. Hä? Los, du Spaß. Halt die Füße. So. Ich habe übrigens erfahren, ich soll keine Shooter spielen, wenn ich sie nicht beherrsche. Und keine Let's Plays davon mache. Und das, nee, ich soll keine Let's Plays von Shooter machen, wenn ich nichts treffe und das Spiel nicht beherrsche. Genau. Weil irgendjemand scheinbar der Meinung ist, dass mein Renegade Let's Play schlecht war. Das soll ich mal Sam angucken. Pff. Der schießt ja daneben mit einer Atombombe, schießt er, glaube ich, noch daneben. Und verliert dann die Mission. Wenn das Ziel ist zu sterben, verliert er. Selbst dann. Hey, die Zahl hier ist schon einstellig. Ich stecke halt gerne harte Dinge in Löcher. So. Mehr Naffsteine. Ich brauche Naffsteine. Warum überhaupt? Weil ich das sage. So. Ich werde alle umwandeln. Ich werde nicht vorher gehen. Ja, wenn du noch mehr umwandeln willst, dann musst du jetzt Wächter tun. Ich gehe dann mal. So. Naffsteine. Gut, wobei ich sagen muss, den Schlüssel im Baum, den habe ich auch nur durch Zufall gefunden. Ich will auch keiner mit, dass er im scheiß Baum ein Schlüssel ist. Aber sonst ist das Spiel gar nicht mal so random. Und das ist wahrscheinlich Amberstar. Wo man am Anfang erstmal Verstärkung holen muss in der anderen Stadt, damit man überhaupt eine Chance hat, gegen die Ratten am Anfang. Ich muss auch sagen, irgendwie ist die Komplettlösung alles scheiße. Die empfehlen da echt, man soll da runtergehen, noch bevor man sich einer Gilde angeschlossen hat und auch irgendwie nur den Hund mitnehmen, was ich für ziemlichen Selbstmord halte. In das Gerät.
Also meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall erstmal in... Hallo? Das löst manchmal nicht aus, was soll denn der Unsinn? Nee, nicht Glühbirnen, ja, Glühbirnen kann man auch mitnehmen, wenn man gerade schon unterwegs ist und man Bug usen möchte und einen unbesiegbaren Paladin erzeugen möchte, was hier scheinbar nicht mehr geht. Ich habe den Namen des Schwarzmagiers vergessen. Den Schwarzmagier halt holen in Crystal. Crystal Meth, spricht man das aus, keine Ahnung. Die Drogen halt, ne? Wenn man erstmal in die Drogenstadt geht und den Magier mitnimmt und dann natürlich Glühbirnen, damit man schön cheaten kann. Ich meine natürlich fair und ehrlich, ein Charakter mit über 100% Blocken hat, der dann alles wegblockt, das ist schon toll. Also am Ende des Spiels. Dafür nimmt man ein Paladin mit, großartig. Funktioniert hier leider nicht so gut, wenngleich auch hier die Entwickler sich nur bedingt darum bemüht haben, dass man die Werte nicht über das Maximum steigert. Und die müssen das gewusst haben. Einige Charaktere haben das am Anfang. Und andererseits, ich frage mich auch, wie die Tester angeblich, wurde das Spiel getestet. Wie sind die Tester drauf gekommen, dass man da am Anfang den Ring des Wassers da anlegen muss und dann rüber schwimmen muss? Ich meine, ohne komplette Lösung wäre wahrscheinlich lang rumgeeiert. Kamen die Gegner am Anfang auch irgendwie so schwierig vor. Gut, man kriegt das Horn, aber das wollte ich halt aufsparen, weil manche Gegenstände spare ich halt immer auf. Genauso wie ich in Spellforce Geld aufspare, wo man es nicht braucht. Hat sich auch vor kurzem einer beschwert. Ich soll doch mal das Handbuch lesen. Ja genau, Handbücher lesen, hallo? Was für ein Versager im Leben muss man denn sein, um Handbücher zu lesen? Also, gute Story vielleicht noch, aber doch nicht, wie das Spiel gespielt wird, hallo? Entweder man findet es selbst raus oder das Spiel erklärt es einem. Oder es ist selbst erklärendes Spiel. Das ist natürlich immer am besten. Wenn ich erst 10.000 Seiten Handbuch lesen muss, damit ich ein Spiel spielen kann, dann würde ich ja sagen, das Spiel hat einige designtechnische Probleme. Aber so richtig derbe Probleme. Falsch, hier muss das hier rein. Handbücher lesen, also bitte. Beim Basta habe ich auch nur die Geschichte vorgelesen. Das ist so ein Handbuch mit hunderten von Seiten. Gut, Siedler 1 habe ich irgendwann mal das Handbuch gelesen, weil ich während des Let's Play nicht mehr wusste, was ich noch tun sollte. Das Problem ist, Siedler 2 hat keine hundertseitiges, mehrere hundert, weiß gar nicht, Siedler 1 hatte das 100? 100 irgendwas Seiten, glaube ich. Siedler 2 hat irgendwie so ein dünnes Handbuch. Okay, da hast du auch nur 10 Missionen. Weil die 10 Missionen natürlich auch ziemlich lange dauern. Und du hast Ingame-Text, hey, Ingame, wichtige Kampagne sogar. Muss irgendwann auch nochmal die Siedler 1 Hardcore-Challenge machen mit. Manchmal öffnet das Ding nicht, ich weiß nicht warum. Heute nicht geöffnet, komm morgen wieder, ey. Das geht mir meinen... Ich bin schon auf die Nerven, so. Wobei Siedler dauert allgemein, weiß nicht. Nach dem vierten Teil habe ich keinen mehr gespielt. Die neuen dauern wahrscheinlich auch noch ewig. Wenn ich irgendwann mal so weit komme, also. Wenn ich sehe, was ich noch an Strategiespielen beenden muss, bevor ich überhaupt zur nächsten Wahl komme, dann wird das schon schwierig. Aber hey. Weiß gar nicht, läuft Siedler 3 auf Linux? Muss mal gucken. Support für Vista läuft ja bald aus. Brauche ein neues Betriebssystem. Und 10 oder 8 tue ich mir garantiert nicht an. So. Wir haben es bald geschafft. Es ist so spannend. Ich skippe mal das Video. Halt, Moment, ich erstelle sie gerade noch, verdammt. Das ist der Moment, wo die Zuschaueranzahl sich auf... Jetzt, ja genau, jetzt wird die Zuschaueranzahl 0. Nicht etwa nach der ersten Folge schon, nein, jetzt. Bei einem hatte der behauptet, er hat sich einen Großteil aller Siedler 1 Folgen angeguckt.
Halt ich für eine Lüge. Halt ich für eine Lüge. Das ist... Nee, das macht keiner. Er guckt sich über 400 Videos an. Das von einem Spiel, das keine Geschichte hat. Obwohl das nicht mit Minecraft, das ist einfach nur... von Leuten, die wirklich nichts zu tun haben. Was mache ich überhaupt mit diesem anderen Ding noch? Kannst du dir den Arsch stecken? Guck mal kurz. Können wir damit einen Einlauf verpassen? Ist das eine Analsonde? Habe ich dann eine Radio, eine... Kommt dann eine Satellitenschüssel aus meinem Arsch und... Moment. Falsches Spiel. Das ist jetzt ein anderes Spiel, von dem ich rede, glaube ich. Was ist da draußen für Geschrei? Wenn der kleine Kinder abgeschlachtet? Dann habe ich die Einladung wieder verpasst zum Grillfest. Großartig. Grillfest. 10 Uhr morgens. Naja, garantiert nicht. So, ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal früh auf und nicht um 3 Uhr nachts wie bei Empire Earth. So, bald geschafft.